Zwei Seeds haben wir noch zu spielen, aber bevor wir das anschauen, schauen wir jetzt mal auf das Overall-Leaderboard, wie der Stand jetzt ist. Weil Wichtiger hat gut geplaced, aber der Joker hat sich gelohnt. Die sind ein bisschen nachgezogen. 4 Punkte, Unterschied jetzt nur noch. Da ist jetzt ein Riesenabstand. Ja. Also da muss jetzt was kommen. Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einem neuen Video. Heute geht es um Minecraft Speedruns und zwar um Pipo Sprint, hosted by Experian. Das Offline-Turnier mit 2500 Preisgeld in Köln. Mitte Juli war das Ganze. Also schon ein bisschen her, ja. Aber Sommer und so weiter, ihr wisst, und da. Das ist übrigens Teil 2 von diesem Best-of. Der erste Teil ging schon vor ein paar Tagen online. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn zuerst, bevor ihr das hier anschaut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, um das Video ein bisschen zu pushen. Würde mich mega supporten und mega freuen. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Viel Spaß. Jetzt kurz nur nochmal, damit ich euch beide jetzt hier nochmal an der Stelle packe. Ihr wollt beide nicht den letzten machen, ja? Also seid ihr eigentlich direkte Rivalen jetzt. Was habt ihr vor? Besser spielen. Wir haben einen Plan. Das ist ein Plan. Ich sag, okay, dann sage ich gar nichts. Alles easy. Wir müssen aber was Episches das machen, so Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Das war so unspektakulär. Also ihr habt jetzt wieder die Selection für den Seed. Schauen wir mal kurz, was für Seeds es geben wird. Wir haben 4 weitere Seeds in der Seed Selection, die wir einblenden. Was wird's? Seed Nummer 2 wird eingeloggt. Das ist das erste Rune Portal, was wir sehen werden. Und die erste Stable Special, die wir sehen werden. Weise Wahl, dann wünsche ich euch viel Glück. Jetzt natürlich wieder die Frage aller Fragen. An alle, außer an Nentox und Chaos Flow. Will denn jemand diesen Seed jokern? Wenn ja, dann habt ihr jetzt die Chance. Oh, 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 der ist schneller, als wir die Kamera drauf haben. Das war der Plan jetzt, zu buzzern. Und die haben genau den Seed genommen, den wir auch genommen hätten. Du spielst jetzt eine Stable Special, ohne vorher zu wissen, wo das Good Gap ist. Genau. Viel Erfolg. Perfekt. Ja, wir sind ready. Perfekt, wir können starten. Das heißt, wir legen los in den Seed. Jetzt ist die Frage, wer welche Route spielt. Weil die Stable Bastion hat, glaube ich, die größte Varianz an Routen, die du spielen kannst, je nachdem, wie sie generiert ist. Über 100. Und der erste, der fertig ist und wegtravelt, ist Nentox. Beziehungsweise... War das ein Perling? Nein, er hat direkt weggepearlt. Der hat sehr, sehr schnell getradet an der Stelle. Hat er kein Essen? Ich glaube, er hat kein Essen. Ja, deswegen hat er hier einen kleinen Zeitvorsprung. Den muss er dann später wieder ein bisschen ausgleichen. Kann hier die Hoglins vielleicht mitnehmen und dann hat er Essen. Sehr gut. Das ist wirklich, wirklich stark. Also er hat darauf gegambelt, dass er Hoglins findet, wurde belohnt für diesen Gamble. Und kann hier eben das Steak mitnehmen. Er kriegt sogar einen 4er-Drop. Das ist insane. Das ist unfassbar schnell, er sieht mit dieser Triple Stables. Er ist noch auf der Suche nach der Bastion. Ja, alle sind hier ordentlich... am Sputen. Findet sie eben auch gecaved, gespawnt, sogar richtig weit unten. 1,5 Herzen bei Nentox. Ist ein bisschen scary. Und der hat kein Food mehr. Also die 4 Porkchops sind aus. Botet hier jetzt runter und ist nicht vorher ausgestiegen. 49er wäre jetzt hart gewesen. Und ich glaube, er wird sich Hunger resetten mit dem Respawn Anchor im Nether. Funktioniert genauso wie im Bett in der Oberworld. Er spawnt auf jeden Fall offen. Erster fliegt, der ist hoch, aber sollte machbar sein. Das ist ein 90er. 90, machbar. Das ist der erste Zero, den wir vielleicht sehen, der hittet. Weil den vom Multiball haben wir nicht gesehen. Steckt sich jetzt hoch und das sieht nicht schlecht aus. Hat sogar noch Zeit, hier einmal zu essen zwischendurch und los geht's. Wichtig beim Zero ist jetzt, dass er das Bett weder zu früh noch zu spät zündet, sonst macht es zu wenig Damage oder der Drache wird nicht richtig hochgenockt und dann kann das Folgebett nicht mehr hitten. Er hat auch keine Anker, aber anscheinend mehr als genug Betten und die sitzt noch richtig gut. Und das ist ein sehr stabiler Zero-Cycle von Dimovo. Und jetzt hier hochgehen. Oh shit, oh shit, oh shit. Und wir bleiben gespannt. Oh, nein! Oh nein! Nein! Ein Block misplaced. Boah, ist das ärgerlich. Den Glowstone wollen wir nicht. So, Bett ist da und Nentox jetzt auch im Zero Cycle. Ich glaube, wenn Flo das sieht, wird der Bock haben, das auch zu machen. Sag ich dir ehrlich, weil das ist auf jeden Fall doable. Ja. Das sieht stark aus. Boah, es muss Finn ärgern, dass er da wirklich diesen einen Block misplaced hat und das Setup hier nicht korrigieren kann. Nochmal ein Lower Bed, geht hier runter mit dem Boot und das sind starke Zero Cycles. So, die merkst du auch auf dem Weg für den Zero. Diesmal hat er genug Zeit, muss ich nicht Sorgen machen, dass er irgendwie einen Block misplaced. Aber, boah, musste jetzt schon zünden. War wichtig, dass er das erkannt hat. Und seine Betten machen nicht so viel Damage. Ich hoffe, er hat noch genug. Aber es sieht danach aus. Ja, auf jeden Fall. Sollte damit den Run auch ohne Probleme finishen. Er kann wahrscheinlich nicht runterperlen, wenn er kein Essen mehr hat. Aber botet hier einfach und das ist fein. Und jetzt haben wir halt noch Favo. Digga, ich habe nicht genug Betten, das war's. Das ist ein gutes Bett. Ich glaube, es ist machbar. Das sieht sehr gut aus für Favo. Sehr gutes Timing. Ja. Ja, hat er. 5 Betten, stark. Starker Run von Favo hier. Und das schauen wir jetzt auf dem Seed-Leaderboard an, wie das sich ausgewirkt hat. Also die Movo hier mit der ersten Zeit unter 10 Minuten, die wir heute gesehen haben. Es war schon ein paar Mal richtig knapp, aber das ist die erste Zeit unter 10 Minuten. Das ist jetzt das Overall-Leaderboard. Wir spielen aber jetzt noch einen Seed, dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Wir gehen in-game mit dem 4. Seed, mit der 2. Partie, die Streamer spielen und Multipearl ist auch dabei. Kevin ist jetzt auch im Nether, Nodax tradet auch in diesem Gap schon, Chaos Flow ist ebenfalls auf dem Weg, aber Multipearl, der macht sich hier einen wirklichen Speedrun draus, der ist schon auf dem Weg in die Festung. Feister hat auch schon da jetzt im Traden. Das sieht von allen ganz gut aus, bisher. Ich hatte den Fokus auf Multi. Ja.
Weißt du, wo es wahrscheinlich wieder die falschen Koordinaten genommen. Die Koordinaten Mitte, aus der Lava heraus und da ist einfach kein Platz für das Portal zu generieren. Deshalb ist er direkt wieder an der Oberfläche. 9,57 die Zeit von Dimovo. Diese zu schlagen gilt, damit er den ersten Platz holt. Das wäre irrsinnig wichtig für die Punkte von dem Team. Und man merkt, dass er ein bisschen angespannt ist auch deswegen. Muss jetzt hier den Zero Cycle hitten. Ist die hoch? Die ist hoch? Die ist hoch? Die ist so hoch? Sehr gut getimed. Das war sehr gut getimed. Crazy. Weil er hat die erste Perle praktisch aufkommen lassen, genau in dem Moment, wo die zweite dann hittet, damit er das hat. Baut jetzt hier sein Zero Setup und das müsste passen. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie viele Betten er hat, aber ich glaube, es müssten genug sein. Eines noch. Das muss jetzt reichen. Super Timing. Das waren 5 Betten, oder? 5 oder 6, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es hat ganz genau gereicht, das war super stark von ihm gespielt. Und das müsste von der Zeit auch hinhauen. 9,37. 20 Sekunden schneller als die Movo nochmal. Chaos Flow, selbes Problem, wahrscheinlich. Wieder oben gespawnt, muss jetzt hier nach unten. Ich glaube, es ist okay. Das war ein bisschen langsam jetzt. Er geht auf Höhe 95. Oh, unter dir noch ein Obby. Ich hoffe, es ist weit genug weg vom Crystal. Ja, er hat 3 rausgebaut. Das ist genau dieses Backup-Setup. Jetzt nochmal auf Quick Pro gestellt. Er fliegt weg. Er fliegt weg! Oh mein Gott, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Es kann sein, das passiert genauso in RSG wie in Rank teilweise auf gewissen Höhen, dass nach dem ersten Beta-Drache einfach denkt, nö, ich ziehe jetzt keine Klasse, ich fliege jetzt einfach weg. Da ist so ein Triggerpunkt, sage ich mal. Wenn der zu hoch ist, dann fliegt der Drache schon früher wieder weg. Deshalb ist es am sinnvollsten, möglichst hoch den Zero-Cycle durchzuführen, weil es da wahrscheinlicher ist, dass der Drache nicht wegklicken wird. Ja, jetzt die Frage, wichtiger, finisht ihr wieder gut? 11 Minuten 40 roundabout um den Dreh, aber Flo ist schneller. Flo ist schneller, das ist wichtig. Wir werden es nochmal genau sehen, aber er ist schneller gewesen. Weißt du, genau dasselbe Problem. Alle. Alles spawnen da oben. Oh. Runter, nicht beim Portal, aber im Stronghold. Ist trotzdem schneller, glaube ich, wenn er es jetzt schnell findet. Und da haben wir den Purge, sehr gut. Bei Noriax. Jetzt die Frage, ob das bei Feist auch passiert ist. Hat den 2,5. Chat geht ab, die sind am Viben. Aber Multipurl den ersten geholt. Das ist wiederum sehr wichtig. Und Feist hat hier den One-Cycle. Macht einen Vorbett einfach. Richtig gut. Als Stark. Hätte er es schon mal gemacht. Als hätte er schon mal gemacht. Ich habe ihn vorher nur gehört, ich glaube, wie wir auf Misfit drauf waren in dem Run, wo er gemeint hat, ich glaube, er hat wahrscheinlich mit seinem Stream geredet, man hat ihn durchs Mikrofon Misfit gehört, hat er gemeint, ja, er hat... Nein. Nein. Was ist passiert? Im Portal Room. Nein. In der Lava vom Portal Room? Jupp. Oh nein, das ist so ärgerlich. Ach, Kacke. Die können sich noch kurz beraten auf jeden Fall, aber der Seed ist de facto erledigt. Also das wird nicht mehr schlagbar sein einfach, weil er eben alle Items verloren hat, weil er resetten müsste. Und ja, das sehen wir jetzt gleich nochmal. Oh, wirklich schneller war es wichtiger. Da ist jetzt Kevin. Oh mein Gott, nein, er hat einfach den Block nicht platziert. Er hat den Block nicht platziert. Wir schauen auf das Seed Leaderboard, wie sich der Joker ausgezahlt hat. Fabo hier den 11. Platz gemacht. 4 Punkte nimmt er mit trotzdem. Das ist okay. Und Multipearl eben mit 9,37 hier die 12 Punkte mit. Und damit auch die schnellste Zeit, die wir heute gesehen haben. Back-to-back überboten. Wir hatten vorher nur über 10 Minuten. Die Mobile macht die erste unter 10 Minuten Zeit. Und Multipearl dann einfach nochmal 20 Sekunden schneller hier. Mit einem auch wirklich schönen Finish. Also das mit der Enderperle hat das wirklich nochmal richtig, richtig gut gemacht. Damit wir wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und ja, oh mein Gott, ein Punkt. Es ist ein einziger Punkt. Das ist crazy. Die Teams 3 bis 6, vor allem Team 3 mit dem Joker richtig gut nach oben katapultiert nochmal. Guter Run von Dimovo, guter Run von Noriax, hat das ein bisschen ausgeglichen, weil die waren ja vorher gleich auf, jetzt sind sie wieder gleich auf. Jetzt eben auf der anderen Seite ist die Frage, wollen D-Max und Wichtiger das jetzt normal runterspielen? Weil das Problem ist, ein Punkt. Und gerade waren sie 2 oder 3 Punkte hinter, nur bei diesem Leaderboard jetzt gerade. Wenn das jetzt nochmal passiert, dann gewinnt Team Chaos Flow und Nentox. Ja. Beide Teams sehr, sehr stark. Ist auch alles eine Frage des nächsten Seeds, den wir sehen. Wir haben noch einige Fragezeichen auf jeden Fall offen. Und ich würde sagen, wir blenden es einfach jetzt mal ein, was die Seeds sind, die wir jetzt spielen können. Und du sagst mir einfach Seed 1, 2, 3 oder 4. Ich weiß, Feist ist jetzt gerade nicht da, aber du musst jetzt die Entscheidung treffen für dein Team. Du kannst auch kurz überlegen. Klar, wir gehen für Seed 2. 2, bist du dir sicher? Ja. Alright, dann locken wir Seed 2 als den letzten Seed hier ein. Das heißt, der Seed, den wir spielen, ist ein Rune Portal Treasure. Dann stelle ich ein letztes Mal die Frage an die Teams. Will diesen Seed jemand jokern? Gnadenlos wird das. Hast du überhaupt mitbekommen, was gerade passiert ist? Du bist gerade zurückgekommen von irgendwo. Also wir okay, okay, okay. Alright, Männers. 4 Joker. Das heißt, ihr spielt jetzt gegeneinander in einer Lobby mit Nentox und Multipearl. Treasure Bastion, wer fühlt sich konfident? Die sollen sich warm anziehen. Die machen wir jetzt fertig. Das sehe ich. Gänsehosen. Ich werde jetzt hier die Bestzeit machen mit 8 Minuten. Das ist krass. Warum jokert ihr? Gute Frage. Perfekt, genauso sehe ich das auch.
Alles klar, Pip, dann bin verzweifelt. Alright, dann nehmt eure Plätze ein. Und ich freue mich, dass wir alle Joker gesehen haben. Ich hatte ein bisschen Schiss nach C2, dass kein einziger Joker gezogen wurde. Ich dachte so, okay, ein useless Feature habe ich mir super überlegt. Verwendet keiner. Und ja, an den Seed erinnere ich mich sehr gut. Aus dem Grund, weil du eigentlich fast instant in den Nether gehen kannst. Multi ist tatsächlich schon in der Festung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er schon alles hat, was er braucht. Und Nentox ist auch schon in der Festung. 4 Minuten 40 blind von Multipearl, was? Das ist wirklich der krasseste Seed. Und ich meine, die Streamer oder die Teams haben das ja random gepickt und tatsächlich haben wir mit jedem Seed so eine Steigerung gesehen, wo es immer mehr Potenzial gab, den Seed schneller zu spielen. So, Multi jetzt am Weg, kriegt auch ordentlich viel Damage, hat noch diese 7 Brote hier, muss aufpassen nur, dass er jetzt nicht irgendwie an Fallschaden stirbt, das ist das Einzige, was wichtig ist. Und ich glaube, das könnte wirklich, also, dass man sich auch das zweite Portal entspart bei dem Seed. Hier ist ein 7-Minuten-Time möglich, oder? Das könnte Weltrekord-Pace sein auf diesem Seed. Menge Wither-Skelette hier bei Wichtiger, der hat ein bisschen Pech mit den Blazes. So, wir sehen eine Menge Trading, Kevin ist gestorben? Ich weiß nicht. Wir sehen leider seinen Timer nicht. Und er hat's tatsächlich. Er war drunter. Ist es ein Two-Eye? Er hat alles dafür. Er prepared Zero. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das kann so schnell sein jetzt. Er hat genug Betten. Er hat genug Blöcke, aber er muss hin und her switchen. Er hat 20 Bricks. Das reicht auf jeden Fall. Und los geht's. Der Zero beginnt. Und das könnte ein unter 9 Minuten Run auf jeden Fall sein. Perle sitzt diesmal auch. Er ist oben. Nicht der einfachste Tower, aber machbar für die erfahrenen Leute. Hat noch Zeit sogar mit dem Swing. Wenn er jetzt nicht wegfliegt, dann ist das sehr, sehr stark. Multiplayer braucht ein bisschen Glück. Und das könnte ein insaner Run sein. So schnell habt ihr Minecraft Speedrun noch nie gesehen, außer ihr habt das World Record Video gesehen wahrscheinlich. Aber hier live aus dem Experion in Köln mit dem Zero Cycle. 8 Minuten tötet er den Dragon. Und jetzt kommt das Portal, da freut er sich und das kann er auch berechtigt. Das kann er berechtigt, da kann er wirklich happy sein. Das war insane. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine kranke Zeit. So, auf der anderen Seite, wir sehen Feister, der hier die Blazes schon tötet. Hat schon ein paar Rots, glaube ich. Noriax, der auf dem Weg ist, den Spawner zu finden. Nentox, der sich gerade schon für das Portal runtergräbt und auch gleich im Stronghold sein wird. Und der ist auch bei 8 Minuten, ist auch eine sehr, sehr starke Zeit. Wichtiger holt noch ein paar Blazes, hat schon gemeasured, wenn ich es richtig gesehen habe. Hoffentlich richtig, das natürlich auch. Und wartet jetzt auf ein paar Blazes. Hat noch die Goldspitzhacke, mit der er ein bisschen Sachen abbauen kann. Ich glaube, Kevin hat nochmal den Seed resettet. Und da ist es, da ist es. Da ist der Portalraum. Für Flo nochmal die Koordinaten mitgenommen. Hoffentlich jetzt die richtigen und der Spawn noch dann richtig. Ist, wie du gesagt hast, kein leichter Zero, aber die Perlen sind bei ihm auch gut, so wie bei Multi. Und jetzt kann er hier hoch, 3 raus. Steckt sich hoch. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, das ist schwer. Das ist sehr schwer. Bei den Respawn-Ankern, falls er die benutzen muss, kann der Netherrack kaputt gehen und dann fällt er. Stimmt, du hast recht. Eigentlich brauchst du Solid Blocks, ne? Oh mein Gott. Bitte. Wieder ausbrennen? Habe ich Water? Oh mein Gott. Aber der Drache ist tot. Der Drache ist auch tot. Einfach zurücklaufen. Es ist in Ordnung. Es ist natürlich jetzt ein Timeloss, aber wenigstens ist der Drache tot. Er kann nicht ins Portal. Er hat gerade richtig gesagt, es ist Lava. Er muss Overworld traveln. So. Tatsächlich war wichtiger jetzt sogar vor Feister noch. Ja, ich glaube, weil Feister nochmal Koordinaten für Misfit gesucht hat, beziehungsweise auch dann gescreent hat. 1 Minute 20 Unterschied jetzt gerade. Also wichtiger ist noch vorne. Betten sind okay. Die ersten zwei waren nicht so gut, aber danach sitzt dafür. Er freut sich und das kann er. Er freut sich und das kann er auf jeden Fall. Die zwei haben bisher ein sehr, sehr starkes Turnier gelegt und jetzt liegt alles an Dima dann am Ende. Feister, der Drache leckt ein bisschen. Können wir normalerweise einmal kurz Escape drücken, um das zu fixen. Er hat aber noch genug Betten an sich, 2 Stück noch. Und das muss reichen eigentlich. Ja, das ist es. Er spielt den One-Cycle runter, unter 20 Minuten und den Run kann er sich freuen. Also Abschluss, das ist wirklich ein guter Abschlussrun. Super starkes Debüt hier von ihm im People Sprint. Nentox baut sich jetzt rüber. Das ist ein bisschen trauriger Anblick eigentlich, weil der Drache halt schon tot ist. Oh Lord, auf dem Weg kriecht er ins Portal hier, um seinen letzten Run zu finishen. Und ist drinnen. 18-18 nimmt er die Zeit dann jetzt noch mit. Oh mein Gott, das ist schlecht, oder? Du hast noch Betten in deinem Inventar oben, im Notfall. Das ist doable auf jeden Fall. Schnell genug rausgerammst. Ja, stark. Stark! Stark auf Finoriax wieder Finish. Ich move einfach. Digga, lass mich in Frieden, Alter. Geh am besten in ein Bett oder so, leck dich hin. Lass mich alle in Ruhe, Bro, wirklich. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nach Hause, Digga. Die Zombies! Das Village wird geradet einfach. Grau, lass mich pennen, Digga. Okay, 51%. Das ist hart. Das Problem ist, du kannst halt nicht Das kann ich dir hier oder? Anbieten. 200 Blöcke Unterschied, je nachdem welcher Offset es ist. Ich weiß nicht, ob's da ist. Das ist halt das Problem. Mann, Digga, es ist das krank. Lass mich doch in Frieden, Alter. Da liegt's, neben dem Creeper. Ja, ich seh's, ich hab's gesehen, Bro. Kannst auch einmal sterben gehen, du hast eh nichts im Inventar. Ja, okay. Krass. Ja, wo war das, Bro? Hier? Da. Okay, let's go. 100%. Jawohl, da sind wir doch.
Die Intended Strats. Yeah! Ich würde tatsächlich nicht weiterspielen wollen. Ich habe noch 2 Minuten. Danke. Okay, aber das war gute Strat. Ja, ja, ja. Mein Ziel war einfach nur, irgendwie diesen verfickten Stronghold irgendwie zu locaten, damit Finn jetzt die beste Zeit des Tages machen kann. Der Mann rechts neben mir wird jetzt 500 Euro verdienen. Alright. Alles für Finn, für den Win von Finn. Sieht 5 zur Hälfte beendet. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen der spannendsten Runs, der uns bevorsteht. Wir haben jetzt Chaos Flo und 4 von den Speedrunnern, die den Seed kennen. Und Fabo, der jetzt hier nochmal versuchen wird, richtig ins Leaderboard reinzupfuschen, glaube ich. 22 Punkte sind es aktuell. Das wird sich ja noch ändern, weil das Leaderboard sich sicher noch verschieben wird. Und der wichtigste Punkt ist, wie weit sich das verschieben wird. Ja. 8 Minuten, 21 bei Multipurl, der jetzt den ersten Platz hält. Insane Zeit, er kannte diesen Seed nicht. Und wir haben jetzt 4 Runner, die alle auf einem ähnlichen Kaliber unterwegs sind, die alle Informationen über diesen Seed haben. Kein zweites Portal bauen müssen, genau wissen, wie die Trades sind. Aber dennoch müssen sie es perfekt runterspielen, damit es halt aufgeht. Wichtiger kann jetzt gerade da sitzen, dafür prayen, dass Dima einfach der Erste ist in diesem Run hier gerade und alle anderen choken. Ja. Der kann nur für den Downfall von den anderen prayen, wenn sie das gewinnen wollen. Chaos Flo hingegen muss jetzt auf jeden Fall eine richtig gute Platzierung haben, wenn die den Ersten halten wollen, weil Nentox eben nicht so gut geplaced hat und auch jeder, der sich zwischen Wichtiger und Multipurl reinschiebt, das ganze Leaderboard nach unten schiebt und Nentox damit auch weniger Punkte bekommt. Also das ist alles eine sehr verzwickte Situation. Wir schauen jetzt auch gar nicht auf den Overall-Stand, der interessiert mich jetzt in dem Punkt auch nicht. Ich will gar nicht mehr drüber reden, ich will es eigentlich sehen. Bitte geht in die Queue, macht euch ready. Ich will jetzt nochmal alles sehen. Ich will den richtig geilen letzten Seed hier nochmal an dem Punkt sehen. Los geht's in diesem Seed. Mit dem Hunger Reset geht das und vor allem, weil es ein Front Dragon ist es machbar. Schwieriger ist es, wenn es ein Back Dragon ist, weil dann muss man eine Perle mehr werfen, aber auch dann ist es machbar. Hast du gesehen bei Flo? Flo hat das Portal zugebaut, er hat vergessen, dass da ein Crying Obi war. Er kann so nicht ins Portal gehen. Er hat instant die Welt resetten müssen, das kostet ihn eine Minute jetzt. Aber schnell reagiert. Ja, sehr schnell reagiert. Ist die einzige richtige Entscheidung, weil er hat das Obi einfach falsch geplaced. Also gar kein Problem, dass er das wieder aufholt. Fabo, währenddessen ist auf dem Weg hinüber schon. Wenn wir Misfit gefixt haben, im 6er Splitscreen schauen. Wenn nicht, dann würde ich gerne 2 Runnern gerade mal zuschauen. Damit wir sehen, wo die jetzt schon sind. Weil ich kann mir vorstellen, die ersten gehen jetzt schon gleich in die Bastion. Ja, da ist Dima. 1 Minute Nether in. Also der Seed ist wirklich, wirklich top-notch dafür. Finn bei 39 Sekunden hat wahrscheinlich auch resettet. Vielleicht denselben Fehler gemacht. Oder die Lava zugeschüttet. Den Reset-Counter haben wir jetzt auch wieder gefixt, wie es aussieht. Ja, der war letztes Game nicht am Start. Ah, okay. So geht's natürlich auch. Man kann auch das Wasser sparen einfach und so platzieren. Und wenn die von der Obby-Kiste wissen, dann jucken dich die 4 Obby auch nicht. Ist ja dann voll egal. Weil du kannst einfach die Obby-Kiste mitnehmen und halt die Trades. Misfit und D-Max gleichzeitig als Erste in der Bastion. Wirklich genau gleich. Schaut euch das an. Vielleicht können wir in 2er-Splitscreen von D-Max und Misfit gerade gehen, die Route identisch spielen in dem Moment jetzt. Kenneckly, Dima ist aber schon oben. Aber er ist tatsächlich auf die linke Seite gegangen und ich glaube, Misfit ist wieder zurück auf die rechte Seite gegangen. Ja, glaube ich auch. Jetzt wird auf jeden Fall fleißig getradet. Fabo ist mittlerweile auch schon in der Bastion. Flo auch. Aber stirbt an Fallschaden. Oh, ist das ärgerlich. Er muss nochmal resetten, weil sein Zeug in der Lava verbrannt ist. Oh mein Gott, das tut jetzt so weh. Also dieser letzte Run ist hier von Unluck geplagt beim Team Obsidian Outlaws mit Flo und auch mit Nentox, eben mit dem Drachen davor. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Multipurl hat bei 4,40 geblindet. Ja, Multi war extrem schnell aus der Bastion raus. Das war wirklich, ich habe nicht verstanden, wie er dann schon draußen sein konnte. Er hat die Obby-Chest unten nicht mitgenommen. Das ist auf jeden Fall ein Time-Save, wenn man es nicht braucht. Und er ist halt wirklich, straight up aus der Bastion raus. Alle anderen sind gerade noch am Nether-Entry gewesen und er ist aber in der Festung. Misfit hat sich gerade mit der Perle gerade noch so gerettet, ansonsten wäre ein Fallschaden gestorben. Dima ist raus, also er ist raus aus der Fortress, er ist jetzt auf dem Weg zu den Stronghold-Koordinaten. Ja, das ist bei 5,20, das sieht richtig, richtig gut aus für ihn jetzt gerade. Sucht jetzt hier genau die richtigen Koordinaten. Die Movo ist auch fertig, glaube ich. Er braucht nur noch eine Blaze Rod oder 2, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, er braucht noch ein paar mehr. Ich dachte, er hat noch welche im Inventar. So, Dima, spawnst du jetzt im Portalraum? Nein. Er ist wieder an der Overworld. Das gibt's nicht. Misfit baut jetzt sein Portal. Wird er im Stronghold spawnen? Das kann jetzt alles entscheiden. Wer im Stronghold spawnt, kann ihn die schnellste Zeit holen. Auch oben. Movo auch am Weg. Auch oben. Aber Misfit ist im Stronghold. Er hat sich schnell runtergegraben. Er war super schnell. Sich hat das aber noch nicht viel am Pacing geändert, weil Dima hat pausiert. Ja, um Dima pausiert ist so 25 Sekunden vor ihm noch auf der Game Time gerade. Die Movo jetzt auch gesurfaced. 7 Minuten 10 und der ist ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, Multipurl ist gerade wirklich zähneknirschend, sitzt er da und hofft jetzt gerade, dass sie nicht schneller sind. Dima ist im Portal Room. Dima ist im Portal Room. Misfit ist auch im Portal Room. 7 Minuten End-Entry für Dima. Er ist drin. Misfit genauso. Aber die rennen 26 Sekunden. Jetzt geht's um den Zero Cycle. Wenn die den hitten. Misfit, zweite Perle. Ist ein bisschen langsam gewesen. Muss jetzt hier noch sorten, aber sehr starke Perle. Jetzt muss er. Oh, nein! Misfit hat gechoked. Er ist runtergefallen vom Zero. Das ist so ärgerlich, aber er kann den Run auf jeden Fall fertig spielen trotzdem und Dima macht jetzt hier das Zero Cycle Setup, hat wieder die Sachen nicht da und er wird weggelockt vom Drachen und hat er den Wassereimer? Er hat nur das Boot. Nein!
Oh mein Gott, okay, was sehen wir hier? Offen. Alles ist offen. Alles ist offen. Legit, das Chaos wurde zweimal gestorben ist und resettet hat. Da sind Männer. Es ist egal jetzt. Boah, das ist verrückt. Jetzt sieht man erst, wie schwierig dieser Zero zu hitten war. Ich glaub, es ist Multipurl. Ich glaube, Multipurl behält die schnellste Zeit, so wie es aussieht. Ich habe keinen Überblick mehr, wer gerade vorne ist. Das ist echt schwierig gerade zu sagen. Wir werden uns überraschen lassen. Also bringt es, glaube ich, auch nicht, wenn wir im Taschenrechner da sitzen und die Punkte irgendwie addiert. Die Mobo hat ihn gefunden tatsächlich. Und die Koordinaten, also wir müssen da mal an dem Punkt sagen, Finn hat ihn auch. Kevin hat seinen Job gemacht. Er hat den Stronghold richtig located. Also diese Sidequest, auf der er da war, hat sich definitiv gelohnt. Er kriegt zwar jetzt nicht den MVP, weil es nicht reicht, also den hat einfach Multipurls, das wissen wir jetzt schon, aber trotzdem hat das hier den Job richtig erfüllt. Die Movo geht hier auch dennoch für den Zero Cycle, aber der Drache ist einfach auf einen anderen Tower zugeflogen, also er ist einfach weggeflogen, ohne dass irgendwas passiert ist. Passiert auch manchmal. Er hat mit der Perle, glaube ich, den Crystal gehittet, der war destroyed. Ah, Vin spielt auch für den Half-Bow jetzt und das ist der erste Purge bei Misfit. Und er wird das Ding hier runterspielen, unter 10 Minuten wahrscheinlich, oder knapp, genau, ein bisschen über 10 Minuten wahrscheinlich. T-Max muss ja eigentlich hier gut placen und der ist gestorben, das ist sehr ärgerlich. Ich frage mich auch, was Chaos Roar macht, der kann ja eigentlich auch nochmal gut Punkte holen. Ja, definitiv. Und jetzt ist der Purge da bei Dimovo, muss jetzt hier in die Mitte, hat noch mehr als genug Zeit. Und auch bei Finn ist der Purge. Und Dimovo, ich glaube Vorbild müsste das gewesen sein, das war ein sehr starker Battle. Da ist der Purge. Fabo wartet jetzt halt noch drauf. Huh? Er hat das Setup vergessen. Oh, er kann das Bett nicht placen. Oh mein Gott, das ist so ärgerlich gerade. Oh nein. Das ist genau das, was du meintest, diese Kleinigkeiten. Genau wie der falsche Block, der beim Zero platziert war. Ja. Genau wie man das jetzt hier beim zweiten Purge vergessen hat, das Fountain-Setup zu machen. Das ist halt einfach unlucky. Also Stage und eben vielleicht das Adrenalin, weil man gerade versucht hat, den schnellen Run zu machen und alles. Nicht das, was drin sitzt. Fabo aber hier mittlerweile mit dem One-Cycle und der sieht gut aus. Und den hat er. Ja, und die zwei haben jetzt echt nochmal ein richtig starkes Ding hingelegt. Die hatten halt leider den Joker in der Runde nicht. Ja. Aber trotzdem halt den schnellsten Seed geholt und das läuft auch gut. Chaos Roar ist mittlerweile da. Die Frage ist, wo ist die Merx? Er verpasst den Purge wieder. Oh mein Gott, Finn ist auf einem unlucky Streak. Und jetzt ist halt die Frage, wo ist die Merx? Können wir Splitscreen zwischen die Merx und S? Oben. Er muss sich. Er muss jetzt runter. Aber ich glaube, er will Essen holen. Nein, er hat nur den Punkt gesucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat halt nur eine Gold-Pickaxe. Wird das reichen, dass er runterkommt? Ich glaube schon, oder? Ja, er darf aber gar keinen Fallschaden mehr bekommen jetzt. Er kann nicht Hunger resetten, oder? Er hat keine Chance, weil er kein Bett hat. Er muss sich die Silberfische sind da. Oh mein Gott, das ist unfassbar. Das ist so unlucky. Was? Was? Nein. Ein Enderman. Ein Enderman? Das gibt's nicht. Was macht ihr mit uns in dem Finale? Das kann nicht sein. Die beiden Teams, die hier um den Sieg spielen, machen Back-to-Back sowas mit uns. Das kann nicht wahr sein. Halbes Herz, Silberfisch. Keine Blöcke? Keine Blöcke, ein paar Blöcke. Oder? Reicht das? Er macht Slaps? Er kann Slaps craften. Das kann nicht sein. Aber er hat ein halbes Herz, der Drache lebt. Er hat ein halbes Herz, der Drache lebt. Er hat aber, glaube ich, Essen. Ich glaube, er hat Essen. Okay. Er müsste Brote haben. Force Purge und dann mit der Axt reinhauen. Das ist alles, was er machen kann. Wir haben so schöne Runs gesehen und gerade bei dem Seed so viele Erwartungen. Wir haben es einfach zu hart gejinxt, dass genau sowas dann passiert. Schade. Dass Finn jetzt noch finished, ist halt super schlecht für Wichtiger und die Merks, ja, wenn er den Drachen jetzt axtet. Aber Chaos Blue ist halt gestorben. Realtime ist er gerade schon bei 14,5 Minuten. Stimmt. Der Drache fliegt nochmal weg. Oh nein. Das ist vielleicht über der Zeit von Wichtiger. Aber er hat Crossbows. Wie viele Arrows hat er? Ja, oder? Das muss reichen. Komm schon. Ich weiß Wichtigers Zeit nicht. Ich weiß nicht, das ist irgendwas mit 15. Er hat keinen Arrow mehr. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Er hat keinen Arrow mehr. Der Drache hielt sich. Das kann nicht wahr sein. Ihr merkt es jetzt endlich mit dem Purge. Da kommen sehr, sehr viele Endermen. Er darf die nur nicht anschauen, glaube ich. Dann soll es fein sein. Und er D-Max hat. Die Frage ist, ob er jetzt. Er ist mit 14,30, er hat keinen Reset. Er sollte überwichtiger sein. Und das ist nicht gut eigentlich. Eigentlich wäre es andersrum besser, weil es dann ein Punkt mehr wäre. Ja. Und es geht hier um einen Punkt. Wir hatten einen Punkt Unterschied vorher. Aber die Frage ist, wo ist Chaos Flow? Was macht Chaos Flow? Der muss jetzt auch noch kommen. Finn ist auf der Mission, diesen letzten Crystal zu zerstören. Wir sehen wirklich alles in diesem letzten Runfinder. So, hat er jetzt den Boot runter. Jetzt muss er den wegaxten. Und das ist halt super gut für Wichtiger und die Merks jetzt. Nur die Axt. Nur die Axt. Jetzt will ich aber auch Jubel hören gleich. Er will einen Jubel hören, hat er gesagt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawohl. Sie haben den Finish. Und jetzt ist nur die eine Frage. Was ist mit Chaos Flow? Es ist so krass, was passiert in diesem Run. Er hat jetzt die Betten aus dem Dorf geholt. Ist eh das richtige Play. Er versucht zu schlafen. 16 Punkte macht. Aber überall sind die Mobs. Ja, letztes Lied war Curse bei denen. Was soll man sagen? Also, ich glaube nicht, dass er es fertig spielen wird, oder? Ich glaube auch nicht. Soll ich ihn fragen gehen an der Stelle jetzt mal? Oh. Komm. Tür muss nach außen. Jawohl. Nein, 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 die Karotte. Ja, ja, komm, komm, komm. Ja. Komm.
Rein mit ihm! Nein! Wo ist er? Komm, 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 komm! Ah! Es reicht so knapp nicht! Okay, okay, wir müssen kurz beruhigen. Gleich wird's wieder wärmer. Ah, ja, 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 ja! Ah! Ja, ja, Matsu, 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 Matsu! Ja! Ich wollte eigentlich kommen, weil ich fragen wollte, ob du den Sieg noch fertig spielst, aber das war viel besser. Also dir reicht das wahrscheinlich, oder? Ja, das machen wir hier hin. Es ist gefinished! Alright, alright, alright. Dann haben wir auch ein Haus gesehen mit Schwein und allem ist fertig. So, ein letztes Mal habe ich diese Rotation durchgemacht. Wir schauen jetzt mal rein, wie es auf dem Sieg jetzt am Ende aussah. Die Leute, die Taschenrechner oder Notizblock haben, können jetzt anfangen zu rechnen. Erster Multipearl und 821 ist definitiv die MVP-Zeit, da brauchen wir nicht drüber reden. Misfit mit einem Sub 10 kann super stark dabei sein. Wichtiger ist nur auf Platz 6 gerutscht. Und ich glaube, man kann sich schon so ein bisschen was ausmalen. Beim Untertags und Trocken gehen wir einfach rein, schauen wir uns die Red Bull Highlights an. Was ist dieses People's Sprint alles passiert? Was sind die Highlights? Und Beginn machen wir hier mit wichtiger. Ja, der Moment. Der Moment. Das Bett gecraftet, nachdem er hier gechoked hat. Die Axt-Hits. Und mit der Workbench den Block verwendet, um nicht dran zu sterben. Ne? Ja, was? Das war insane. Weiter geht's auch mit Nentox hier. Ich habe den ersten Namen jetzt noch gar nicht gesehen. Lennart war das nächste dann. Sub 10, glaube ich. Und das war das erste Sub 10 Run, glaube ich, den wir gesehen haben. Oder ich glaube, es war Sub-10. Genau knapp. Es war genau 10 Minuten flat. Der Clip ist so schlecht gehalten. So. Zack. Wieder da einfach von der Seite reinkommt. Das ist so geil. Er kommt legit von der Seite rein. Bro, what you doing? Und hau ihm einfach voll in die Fresse. Oh ja, den kenne ich. Credence, danke für diesen Clip. Ich glaube, ich weiß genau, was uns hier erwartet. Garland? Ja, hier der. Okay. Nicht Starter, das war richtig fake. Du musst nicht der sein. Das ist der most painful Moment eigentlich, kann man sagen, in dem Equipment. Wir hatten viele, aber das ist wirklich, dass er den Run in unter 20 Minuten finisht, hätte er so verdient. So, und jetzt sehen wir nochmal die schnellste Zeit, den krassesten Zero-Cycle eigentlich in dem Punkt hier. Für die erfahrenen Leute. Und er geht hier hoch, hat das Ding und macht damit die Zeit fertig. Dann ist das sehr, sehr stark. Und dann nochmal Strange Jess, herzlichen Glückwunsch. Alle, wenn ihr euren Namen unten gesehen habt, ihr werdet kontaktiert. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. So schnell habt ihr Minecraft Speedrun noch nie gesehen, außer ihr habt das Vertical Video gesehen wahrscheinlich. Aber hier live aus dem Experion in Köln. Da ist das Ding. Mit dem Zero Cycle. 8 Minuten. So stark runtergespielt. Alright, alright, alright. Damit herzlichen Glückwunsch. Das waren die Red Bull Highlights von diesem People Sprint. Wer hat People Sprint hosted by Experion hier in Köln gewonnen? Zeigt es uns. Und es sind die Lava Legends. Es sind wichtige Werks, die das Ding hier am Ende holen und sich freuen können über richtig geile Plays und auch generell eine richtig, richtig solide Performance. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen gerne nochmal raus zu euch. Ey, was war dieser letzte Run, Bro? Der Drache kickt dich einfach ins Universum. Das halbe Herz mit dem Fallschaden. Ja, also ich habe jetzt nochmal den Run rewatched. Problem ist, ich war 30 Sekunden schneller im Portalraum und ich höre, dass du sagst, Misfit und Dima gleichzeitig im Portalraum. Dabei waren wir auf dem Timer 30 Sekunden. Warte, ist das meine Schuld? Nein, nicht deine Schuld. Ich sag nur, wie es passiert ist. Ich höre und ich gehe, ich mache den Zero komplett, mein Inventar ist komplett, ich habe Wolle im Inventar, ich habe 2 Betten, kein Obi ausgerüstet und ich baue mein Setup und ich habe kein Obsidian und dann verkacke ich das Setup, sonst wäre ich jetzt 500 Euro reicher, aber du bist schuld. Aber Mike hat gecarried, die restlichen Seeds. Du hast gecarried, ne? Ich habe zumindest den schnellsten End-Enter, meine Finishes sind alle scheiße, aber Mike war dafür gut. Ich habe Mike gut gecoacht, würde ich sagen. Der eine Clutch war meiner Meinung nach der krasseste Clutch in 11 Seasons People Sprint. 5 Hits zu geben und dann Bett. Ich weiß nicht, ob Leute, die nicht Speedrun checken, wie krass das war, aber ich habe okay gespielt, Mike hat gecarried. Applaus für Mike. Applaus für uns! Ja, Mann, herzlichen Glückwunsch. Stell dir mal kurz hierher und ich würde gerne auch den lieben Paul herbitten. Multipearl, kommst du zu uns vor? Herzlichen Glückwunsch für den insanen Run. Hast du hier nochmal den MVP gesichert mit einer insane Zeit. So, wir haben es wirklich nicht gesehen. Was hast du in dieser Bastion gemacht? Wir haben legit nicht gesehen, dass du da drin warst. Ich bin einfach oben links und habe mich getradet. Okay, chillig, ja, easy. Und der Zero, das war ja auch absurd. Ja. Das ist halt 97 Front, also da muss man so ein bisschen diagonal, das ist ja auch das, was Dima dann gechoked hat. Sorry. Aber ja, also ich war sehr angespannt, aber das Ding ist, ich hatte ja zuvor schon eine gute Zeit, deswegen alles ein bisschen runtergespielt. Ja, habt ihr auf jeden Fall crazy gemacht. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die ersten Champions hier von People Sprint hosted by Experion. Nochmal einen fetten Applaus für die 3 Winner hier. Und wir haben zumindest ein kleines Teil. Ich habe ja ganz vorher am Anfang erwähnt, dass unser
Chefregisseur hier, Fuchsel, leider nicht kommen konnte, weil sein Flug gecancelt wurde. Aber der hat in seinem 3D-Drucker extra customized hier die ersten People Sprint Medaillen sozusagen ausgedruckt. Das hat er uns mitgegeben, aber er hat es nicht hier geschafft, leider. Die habt ihr jetzt dann. Herzlichen Glückwunsch dafür und natürlich das Preisgeld. Alright, alright, alright. So, okay. Dann würde ich jetzt einfach nochmal, wenn ihr hier Fotos macht und so, abschließend einfach nur Danke sagen, weil es gibt so viel, wofür ich Danke sagen muss in dem Punkt jetzt. Es ist einfach absolut crazy, dass man sagen kann, man geht jetzt hier hin, nach, keine Ahnung, 13 Jahren mache ich den Kram jetzt und macht einfach in Köln so ein People-Sprint, Offline-Event, Minecraft Speedrun, absolutes Nischen-Content-Ding und ihr kommt einfach alle und auch die Leute sind bereit dazu. Wir haben am Anfang drüber gequatscht mit Niklas vom Experian, generell die ganze Crew hier, die mit extrem viele LAN drinnen waren, gesagt haben, wir haben Bock auf das Ding, wir machen das gemeinsam und das möglich gemacht haben. Also fettes, fettes Danke ans Experian, Riesenapplaus für die ganze Crew, die dahinter steht, in der Regie sitzt und das alles möglich gemacht hat. Aber da hört es nicht auf, sorry, es wird ein bisschen Danke sagen. Ich bin wirklich dankbar, ich muss wirklich Danke sagen bei allen, ja. Dann haben wir die eigene Crew da im Hintergrund, in erster Linie natürlich auch an den Maxi, den Tweaks, der seit 11 Seasons diese People Sprint Mod programmiert, die Website programmiert und das ganze Technische dahinter umsetzt, mit mir das Ganze gemeinsam gestartet hat und seitdem mein Partner ist in dem Projekt. Riesenapplaus auch für ihn, für Maxi. Und ich habe es auch vorher schon einmal erwähnt, das sind noch viel, viel mehr Leute. Ja? Wir haben Leute, die jetzt spontan hergekommen sind, nur für den heutigen Tag, damit sie uns bei den Tickets helfen. Danke, Nico. Wir haben die Regie im Hintergrund, die extra aus Wien hergefahren ist, mit dem Auto 11 Stunden lang, damit sie die ganze Technik rausbringen. Wir haben die ganzen Speedrunner, die hergekommen sind dafür. Wir haben die Streamer, die gesagt haben, jo, wir kommen hierher, wir streamen hier. Obwohl ich nicht mal garantieren konnte, dass wir vernünftige Audio hinbekommen on stage mit euch da hier in der Crowd. Wir haben den Alex, der die ganze Zeit die Kamera shouldert. So, wir haben, keine Ahnung, ein 30-köpfiges Team im Hintergrund, die sowas gestemmt haben. Und ich bin mega dankbar, dass die das alle möglich gemacht haben. Auch die, die nicht da sind. An den Devido, der die ganzen Seeds gescoutet hat. Und auch die komplette Speedrun-Community, die am Start ist, Alter. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Alright, und dann zu guter Letzt natürlich, weil es so nie angefangen hätte. Ihr wisst ja unschwer, dass ich mit Red Bull zusammenarbeite und mit denen gepartnert bin. Aber die haben am Anfang gesagt, Minecraft Speedrun, wir haben gar keinen blassen Schimmer, aber mach mal, wir helfen dir dabei. Und seit 11 Seasons machen die das und machen es auch möglich, dass wir das hier organisieren können. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was davon genießen können und ich hoffe, wir können sowas bald mal wieder machen. Das hat mich mega gefreut. Danke an alle nochmal. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Es sind so viele Leute hier und ich bin vollkommen im Eimer. Aber es war ein mega geiles Event. Danke. Danke, danke und hoffentlich bis bald zu dem nächsten Mal. Can't be, you slip away.